Metal Leute, ich bin neu hier. Wir hatten gestern aus Plauen bei Battle und Metal ein paar kleine Streams gehabt. Na gut, das sind jetzt ungefähr 10 Stunden gewesen, aber egal. Wo wir vermutet hatten, dass Drachenlord sich in irgendeinem Haus dort versteckt. Es gibt eine spezielle Adresse, die werde ich jetzt aber nicht sagen, wir sind ja auf YouTube. Und das macht jetzt schon Schlagzeilen, weil dort die Polizei gerufen wurde. Von wem? Keine Ahnung, vielleicht steht es hier irgendwo in den Artikel drinne. Ich habe hier aber noch einen anderen Artikel, den habe ich von Schanzenwatch. Ich weiß nicht, ob der andere Artikel bei Wochenendspiegel hochgeladen wurde, das ist dieser hier. Das wurde gesagt, dass dieser hier hinter einer Paywall sein soll, aber es wurde dort keine Quelle angegeben. Die Quelle ist hier in dem Fall jetzt Sven Ullig. Aber egal, es ist dasselbe Thema. Ich glaube, da steht inhaltlich auch das gleiche drinne. Lesen wir uns einfach mal alles komplett durch. Ich werde das hier mal etwas kleiner machen, weil die Seite ist wirklich auf Smartphones ausgerichtet. Das nervt ein wenig, aber egal. Blaulicht. Artikel von der Redaktion vom 4.8.2023. Ex-YouTuber sorgt für Polizeieinsatz im Plauen. Ein lustiges Bild. Aufgrund von Beschwerden rückte die Polizei am Abend mit mehreren Streifen an. Livestream im Netz mit mehreren hundert Zuschauern. Plauen. Im Laufe des gestrigen Abends verbreitete sich in den sozialen Medien ein Livestream aus dem Stadtteil Hasebrunn. Der Livestream war auf YouTube, das könnt ihr auch gerne hinschreiben. Im Vorfeld hatten Unbekannte eine Adresse in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, Twitter und Telegram, an der sich der ehemalige YouTuber Rainer Winkler, besser bekannt als Drachenlord, zurückgezogen haben soll. Während der Stream bereits seit dem Nachmittag lief, versammelte sich die Masse erst in den Abendstunden. Zwischen 30 und 40 Personen haben sich laut Wochenendspiegel Informationen an den angeblichen Unterkunft Winklers versammelt. Die Anti-Fans, welche sich in Anspielung auf Winklers fränkischen Dialekt selbst als Hater bezeichnen, greifen dabei zu teils radikalen Aktionen. Also so wie ich jetzt hier aus diesem Absatz hier lese, wurde die Polizei gerufen wegen Beschwerden, weil sich dort 30 bis 40 Leute versammelt haben sollen. Erstens halte ich die Zahl 30 bis 40 Personen für zu viel und der zweite Punkt, seit wann muss man deswegen die Polizei rufen? Und wer hat hier überhaupt die Polizei gerufen? Waren das jetzt Anwohner oder waren das irgendwelche Trolle? Das weiß man nicht. Sogar ein Video des Einsatzes verbreitet sich zwischenzeitlich in WhatsApp und Co. Wow. Das sind ja zwei Polizeiwagen. Und weiter? Jetzt ernsthaft, und weiter? Hater versammeln nach Aufruf in Messenger-Gruppe. Ihr könnt auch Telegram hinschreiben. Was mit einem Livestream begann, endete in mehreren Polizeieinsätzen. Zwischendurch schrien die Anti-Fans nicht nur, sondern leuchteten auch immer wieder mit Taschenlampen und einem Laser in die Fenster des betroffenen Hauses. Gut, das stimmt tatsächlich. Selbst der Einsatz der Plauener Polizei wurde live über TikTok übertragen. Das ist auch richtig. Kurz nach dem Abzug der Beamten ging das bunte Treiben, wenn auch etwas gedämpfter, weiter. Jedoch war die Party nicht von langer Dauer, tauchen die Beamten kurze Zeit später, vermutlich durch erneute Anrufe von Anwohnern, erneut auf. Dabei wurden diverse Personalien aufgenommen, wie ebenfalls im Stream erkennbar war, bevor diese beendet wurde. Ob sich Ex-YouTuber Winkler überhaupt im gestreamten und belagerten Haus aufhält, ist jedoch unklar. Na, die Chance, die ist doch ziemlich hoch, weil, oh, Zufall! Drachenlord hatte gestern Abend nämlich nicht gestreamt. Woran das wohl liegen mag? Könnte es vielleicht daran liegen, dass wenn Leute vor seiner Bruchbude stehen, wo er sich aufhält, dass er dann eben die Füße stillhält, damit keiner hupt und man das Hupen dann im Stream hört und man dann so weiß, aha, Drachenlord ist ja wirklich dort. Und hatte ich nicht gestern auch vermutet, dass er sich nicht blicken lassen und auch nicht streamen wird? Mit dem Wissen, dass Drachenlord wirklich den Stream von Battle und Metal, also den Livestream vor der temporären Schanze, auch sieht. Also wenn ihr mich fragt, ist es kein naives Denken, sondern im Grunde logisch, wenn man Drachenlord mal wenig kennt. Ich lese weiter. Im Laufe des Tages hatten auch mehrere Lieferdienste vergeblich versucht, Essen an die angebliche Adresse zu liefern. Ohne Erfolg und ohne Geld für die bestellte Ware. Oh. Auch das eine zum Teil beliebte Maßnahme der Fans, um Winkler aus ihrer Sicht zu schaden. Man darf schon fast vom Glück sprechen, dass es nicht, wie von verschiedenen Gruppen gefordert, auch zu einem Missbrauch der Notrufnummer gekommen ist. In der Vergangenheit gab es immer wieder sogenannte Spotting-Anrufe, also den Missbrauch der Notrufnummer, um gewollt einer gewissen Person zu schaden. Auch die Justiz hat in der Vergangenheit entsprechend reagiert, mit einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren. Fehlt nur noch, dass sie hinschreiben, dass Drachenlord der erste Mensch hier in Deutschland war, der geswottet wurde.
Was nicht mal richtig ist, aber egal, es wird gerne mal so hingestellt. Dann kommen wir noch zum anderen Artikel, der hinter eine Paintwall stecken soll. Polizeieinsatz am Abend. Ist der Drachenlord im Plauen? Fragezeichen. Die Polizei ist am Donnerstagabend in den Stadtteil Haselbrunn gerufen worden. Mehrere Personen hatten sich vor dem Haus aufgehalten. Angeblich soll sich dort ein bekannter YouTuber aufhalten. Fehler. Ex-YouTuber. Also das wurde hier oben schon besser geschrieben. Von Sven Ullig. Wegen einer wartenden Personengruppe vor einem Haus im Plauener Stadtteil Haselbrunn hat es am späten Donnerstag, also gestern, einen Polizeieinsatz gegeben. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage, dass Beamte zu dem Haus gerufen worden waren, weil sich dort etwa 20 Personen aufgehalten hatten. Also im anderen Artikel ist von 30 bis 40 die Rede. Man habe mehrere Gefährderansprachen durchgeführt, so der Sprecher. Dabei handelt es sich um Gespräche, bei denen die Polizei die Anwesenden auffordert, keine Straftaten zu begehen. Ja, die sollen auch keine Straftaten begehen. Dort zu klingeln ist keine Straftat. Dort an der Tür zu klopfen, ist keine Straftat. Dort von 0 bis 40 Leuten sich aufzuhalten, ist auch keine Straftat. Darauf will ich hinaus. Anlass der Menschenansammlung ist offenbar das Gerücht, dass sich der ehemalige YouTuber Rainer Winkler in jedem Haus in Plauen aufhalten soll. Winkler, in der Szene bekannt als Drachenlord, wird seit Jahren von Antifans, den sogenannten Hatern, nicht Hatern, sondern Hatern, verfolgt und schikaniert. Die Polizei erklärte, man kenne das Gerücht. Ich komme darauf gleich mal zu sprechen. Ob sich Winkler allerdings tatsächlich Plauen aufhält, sehr unbekannt. Wir haben ihn dort bisher nicht angetroffen, so der Sprecher. Also, diese kleine Stelle im Satz. Die Polizei erklärte, man kenne das Gerücht. Kenne ich das Gerücht, weil die den Stream gesehen haben und dort auch mitbekommen haben, was dort geschrieben wird? Oder sind die selbst in der Schanzenwatch-Gruppe und überwachen die Gruppe sogar? Das kann sogar sein. Hunderte Anti-Fans verabredeten sich regelmäßig an seinem früheren Wohnhaus. Yay, jetzt geht das wieder los, die alte Schanze. Der mittlerweile 33-jährige Winkler, nein, das 34 Jahre, hatte vor 10 Jahren in einem seiner YouTube-Clips seine Wohnadresse publiziert. Seitdem wird er von seinen Anti-Fans verfolgt. Nein, das ist falsch, egal. Sie verabredeten sich im Netz und immer wieder versammelten sich daraufhin hunderte Menschen vor seinem Elternhaus im mittelfränkischen Markt Emskirchen. Dabei kam es auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, in deren Folge Winkler im vergangenen Jahr vom Landgericht Nürnberg wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde. Mittlerweile ist das Grundstück, wo Winkler lebte, von der Gemeinde gekauft worden, das Haus abgerissen. Seitdem ist unklar, wo der 33-Jährige wohnt. Der lebt von Hotel zu Hotel, das kann ich so auch schon sagen. Der Satz, sie verabredeten sich im Netz und immer wieder versammelten sich daraufhin hunderte Menschen vor seinem Elternhaus. Erstmal, Elternhaus ist faktisch richtig, praktisch, aber falsches Wort, weil der lebte dort allein in dem Haus. Hier wird impliziert, dass er in dem Haus noch mit seinen Eltern lebte. Das ist aber nicht richtig. Dazu muss man auch noch sagen, diese Stelle hier impliziert auch, dass ich in einem unbekannten Zeitraum, da ist hier sehr viel Fantasie drin, sich hunderte Menschen vor seinem Haus versammelten. Am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr. Hunderte Menschen klingt auf jeden Fall sehr viel. Hunderte Menschen klingt auf jeden Fall nach, oh, wir belagern seine Schanze, wir belagern sein Haus. Wollen wir doch mal die Schanze stürmen? Danach klingt der Satz. Deswegen habe ich damit ein Problem. Information verbreitet sich wie Lauffeuer. Die Information, dass er nun gemeinsam mit einem Bekannten über ein Vermietungsportal für Ferienunterkünfte eine Wohnung in Plauen genommen haben soll, hat sich am Donnerstag in den entsprechenden Internetkanälen wie ein Lauffeuer verbreitet. Mehrere Personen haben daraufhin angekündigt, am heutigen Freitag bzw. am Wochenende nach Plauen zu kommen. Natürlich schreiben das dann welche. Was die Leute dann aber wirklich dann dort vom Wohnhaus gemacht haben, das weiß ich nicht. Haben die dort jetzt rumgebrüllt? Haben die dort mit Eiern geschmissen? Haben die dort mit Steinen geschmissen? Wohl kaum, sonst würde es hier nämlich drinnen stehen. Und davon würde ich auch wirklich abraten. Lass das bitte nach, das muss nicht unbedingt sein. Zu klingeln oder anzurufen, um zu fragen, ob man Kontakt mit einem Herrn Winkler aufnehmen könne, das ist doch nicht illegal. Ich lese weiter. Die Polizei erklärt auf Anfrage der freien Presse, dass man die Situation rund um das betroffene Haus in Haselbrunn beobachte. Derzeit ist die Lage vor dem Haus ruhig. Nur vereinzelt halten sich dort Personen in ihren Autos auf, die nach eigenem Bekunden auf Rainer Winkler warten. Dieser Artikel ist... Naja, eigentlich... Also ich muss sagen, der andere Artikel, also der hier, der hat mir besser gefallen. Hier sind so viele Fehler drinne und außerdem ist er pro Rainer, dass... Nö. Nein, Sir, das gefällt mir nicht. Und wo wir schon über Drachenlord sprechen. Ich habe ein paar Kommentare wegen dem Tattoo erhalten. Entweder sind die Leute, die das Tattoo irgendwie in irgendeiner Art und Weise verteidigen, komplett daneben oder irren sich einfach nur. Seien wir mal freundlich hier an der Stelle.
Es gibt die Zelda-Fanboys, die das verteidigen, weil das ein Triforce sein soll. Aber hier nochmal, das ist kein Triforce, das erinnert aber einem Triforce. Und das ist aus dem Grund kein Triforce, weil der Adler in der Mitte überhaupt nichts mit Legend of Zelda zu tun hat, aber null. Das wäre aber ein Triforce, wenn es solch ein Tattoo wäre. Ist es aber nicht. Und dann gibt's die Leute, die behaupten, das sei ein Walknut. Oder ein Walknut, wie auch immer das ausgesprochen wird. Also dieses Symbol hier. Sieht das irgendwie danach aus? Jetzt mal ernsthaft. Sieht dieses Pedo-Symbol, diesen Walknut oder Walknut, mir egal, irgendwie ähnlich? Wenn man blind ist, okay, ja, dann könnte ich das vielleicht sehen. Aber ist es nicht. Das sind zwei komplett andere Symbole. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass das eins zu eins das gleiche ist. Denn das ist es nicht. Das sind zwei komplett verschiedene Symbole. Nebenbei möchte ich hier auch nochmal anmerken, das Motiv, das Drachenlord bei seinem Tätowierer, da wahrscheinlich, es ist dann nämlich was rausgekommen, der Tätowierer, der heißt Andy, der Nachname bleibt unerwähnt, außer ich mache darüber mal ein komplettes Video. Der hat ein Facebook-Profil und dort auf seiner Facebook-Seite hat er ziemlich viel unironischen, rassistischen und neonationalsozialistischen Scheiß gepostet oder das, was halt in diese Richtung geht. Zudem war da auch noch auf Demonstration von der Dritte Weg unterwegs ist und das auch in Plauen. Deswegen die Annahme, dass der das wahrscheinlich war, der Drachenlord tätowierte. Wenn es wirklich der Fall war, Rainer kriegt es irgendwie die ganze Zeit immer wieder hin. Das ist nicht das erste Mal, dass er immer mit irgendwelchen Nazis zusammenkommt und mit denen irgendeinen Blödsinn treibt. Man erinnert sich an die Rudi-Tapes, wo da ein Hakenkreuzes Wäscheklammern gemacht hat, ein Beispiel. Außerdem ist eine E-Mail von dem bekannt, ich darf vorlesen, drachenlord1488@gmail.com. Sonst nur 1510, LP 1510, aber hier dann 1488. Ja, ich glaube, da ist etwas mehr dahinter. Aber er ist natürlich voll dagegen. Ja, deswegen kann er nur seine ganzen Nazi-Kumpels mit den Fingerschnippen vor der Schanze rufen und dann sind sie auf einmal alle da. Das Motiv von Red Bubble, das wurde gelöscht. Könnte es vielleicht daran liegen, dass das doch ein wenig anstößig ist, aus irgendwie tausendmal genannten Gründen. Aber okay, was weiß ich schon. Ich recherchiere ja nur. Aber keine Ahnung, Mann. Warum gibt es Leute, die diesen Pedo-Scheiß auch noch verteidigen? Ich verstehe es nicht. Ich habe dieses Pedo-Symbol selbst irgendwo am Körper tätowiert und wollen das jetzt irgendwie einfach runterreden? Was ist los mit euch? Aber okay, was weiß ich schon, ich recherchiere ja nur. Und mit den Worten möchte ich mich verabschieden. Ich hab euch lieb, Kuss auf Nuss, Medlove und bis zum nächsten Mal.